Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir sind aktuell bei und flügen Feldnummer 12. Wir haben mitten in der Nacht, wir haben aktuell Herbstmitte. Wir gehen stramm auf die Herbstende zu. Noch 105 Minuten. Spielt in dem Zeit. Die Kühe sind soweit versorgt. Wollen wir mal schauen, dass wir es hinkriegen, dass wir jetzt was zu tun haben. Dunkel vor allen Dingen. Sieht eher nicht danach aus. Darum werden wir jetzt Zeit auf 60 stellen. Weil im Dunkeln habe ich mit meinen Augen. Gut, BGA-Einnahmen habe ich mehr erwartet. Gut, die Silage ist ja noch nicht so weit. Gehen wir auf 60, das macht ja so keinen Sinn. So, dann müssen wir überlegen. Und nach links könnte, dass der Flug zu spinnt. Also komisch fährt mit 14, 15. Gar nicht so nass. Gut, da können wir nichts machen, denke ich mal, ne? Macht er wieder 0,1. Besser. Meter. Nun weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung. Nochmal spielen, Kurs LAN. Da fällt. Kann es natürlich sein, dass ich mit den Auto mit Kursplay Auto 3 fast gemacht habe, was nicht gut ist. Trotzdem. Gut, das können wir nicht ändern. Keine Ahnung, wo das liegt. Vielleicht weiß es jemand, kann mir mal einen Tipp geben. Wir werden jedenfalls. Ups, da stehen wir. Verkehrten Stall. Haben wir nun fertig oder braucht nicht später Herbst? So, wie ist heute das Wetter eigentlich? Wie ist die Vorhersage für heute? Wir können aussehen, Hafer auch. Ja, groß Frost erwarte ich nicht. Leichten, ja, Frostgefahr besteht. Winter ja immer. Die Vorhersage am Ende ist ja eh ungenau. Aber heute trocken und erst ein paar Tagen. Schauen wir mal. Hafer. Alt keine. Jung hoch. Naja, das werden wir gleich beigehen und dann die Seemaschine rüberfahren. Solange es hier so dunkel ist, werden wir eh auf 60 weiterfahren. Und
hier vorne stehen lassen gleich. Deckel zu. Über zur Sämaschine und gleich wieder auffüllen. Dann machen wir Hafer. Gut, das ist gleich die richtige Richtung. Hafer, machen wir gleich einstellen. Aha, passt gleich. Reparatur? Nö. Oh. Mal sehen, ob der auch so spinnt. So, das sieht keiner. Voll. Zu weit gefahren. So, genau drin, wie es sein soll. Dann können wir gleich mal schauen, ob unsere Frucht gewachsen ist. Reif kann es noch nicht sein. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Im Wachstum, Mohn. Prozent. Naja. Da wird noch nicht mal im Frühjahr was. Also werden wir wahrscheinlich heute noch beigehen und neu aussehen. Das heißt hier am besten gleich. Weil der pflügt ja noch eine Weile. Und so muss er jetzt lange umher scheißen. Der Winter ist da und das wird nicht mehr reif bis dahin. Das im Frühjahr brauchen wir nicht warten. So. Gut, da hätten wir Saatgut sparen können. Mal sehen, ob er hier genauso spinnt. Vorgewinde dreimal, weich, 15 Meter passt. Haben wir hier auf einen halben Meter weniger. Wollt der braucht dann auch eine ganze Weile. So. 14, das wäre nicht schlecht. Wird er so schnell? So, dann brauchen wir noch einen anderen Traktor. Oben waren zwei und hier waren keine mehr, ne? Die wollte ich waschen, reparieren. Aber hier. Fahren wir auch zum Hof. Oh, Sonne geht auf. Es wird aber sehr spät hell. Aber jetzt gehen wir runter wieder auf 5. Und wenn es richtig hell ist, gehen wir runter auf 1. Der Morgen ist da.
Aber noch Silage bei uns liegen. Ja, genug Arbeit. Es wird hell. Ja. Das trifft das ein, was ich befürchtet habe, dass wir die nicht mehr ernten können. Na gut, okay. Gut, dass die BGH so viel abschmeißt. Ja, 100 km/h ist gut hier. Chance. Einmal deaktivieren. Der war richtig. So. Waschen. Können wir auf 1 gehen. Dann schaffen wir unsere Arbeit heute nicht. Wahnsinn. Eingesaugt ohne Ende. Die Reißung sauber. Aber heute kriegen wir noch entsprechend. Können wir noch später BGH noch mit Silagebahn bedienen. Da können wir ein bisschen Geld nebenbei verdienen. So, sauber und alles repariert. Und schon wieder 0,1% Schaden. Nichts gemacht. Ich glaube, eins lassen wir mal so drinne als Test. Dann können wir gleich mal mit Düngen anfangen, mit Gras oder Düngen. Haben wir irgendwo einen Düngerstreuer gehabt? Ein normaler, großer? Ich glaube schon. So, haben wir.
Da haben wir den großen Rot mit dem gelben Dach und dem Zudeckplane. Dann können wir unser Gras verdünnen. Fangen wir gleich oben an mit 18 und mit 26, glaube ich. Voll ist er auch. So wie es sein soll. Schon bei Raps was gewachsen. Ja, wollen wir sehen. Nö. Denkt man bei der FIFA-Mappen her, wenn wir von vorne anfangen, ganz von vorne, nur dass wir die Fahrzeuge uns rüberholen werden und ja, die Fahrzeuge. Gut, das kleine geht immer nicht, da wollen wir absammeln. Fangen wir hinten an. Und dann starten wir mit dem entsprechenden Kontostand und dann eine Maschine neu kaufen. Und da starten wir ganz hart durch von vorne. Und dann haben wir wieder das auf Null gestellt. Ein Wachstum. Ey, da liegen auch noch Ballen. Ja, der Flug springt nach wie vor. Das wäre mal egal. Lass ihn laufen. Wo ist unser LKW? BGH. Da war doch noch was. Sammeln. Ist auch mächtig schmutzig geworden und muss mal repariert werden. Dann nehmen wir gleich die Ballen hier vorne weg vom kleinen Feld. Dann können wir gleich im Frühjahr oder im Sommer entsprechend erstmal Gras machen. Weil ausgewachsen sind ja erst im Sommer. Wir müssen auf jeden Fall erstmal düngen. Oh, ich bin ja müde, ich sag gar nicht. Ja, ich überlege ihm auch, den großen Grasmäher hole mit von Krone. Der macht mich auf einmal pressen und wickeln. Aber wiederum ist das Blödsinn, Anführungszeichen, weil da fehlt ja einfach die ganze, ja, das für einmal im Jahr Prinzip oder zweimal im Jahr, wo man das Ding einen Tag braucht oder einen Tag, ja. Im Sommer und dann im Herbst, ne? So. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Morgen ist Sonntag. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, bis dann. Ciao.